So, back in game. Wir spielen jetzt Web 2. Und zwar damit. Ab Map 2 fangen jetzt die etwas umfangreicheren Levels an. Wobei das im Vergleich zu Extermination Day und so natürlich immer noch ein Witz ist. Also die Maps von Doom 1 und Doom 2, vor allem die ersten Maps, sind relativ kurz. Allerdings können die späteren Levels trotzdem schwer sein, einfach weil schwere Monster kommen, vor allen Dingen mit Project Brutality. Leute, ich glaube, komm. Ich muss noch mal kurz raus. Danke. Die Sonne scheint gerade komplett an mir rein, von daher, ich sehe einfach nichts mehr. So, das sollte funktionieren. Bei mir ist jetzt selbst die schwarze Fläche weiß. Spaß, nein, ist ja bloß der Gamma-Wert, nicht die Helligkeit. So, okay, das Thumbnail sehe ich schon mal gut und deutlich. Da sollte ich mich also jetzt auch in der Map gut zurechtfinden. Perfekt, das ist doch gut. Übrigens, es gibt bei Project Brutality auch die Möglichkeit der Regeneration. Ihr könnt eine einstellen, dass wenn ihr unter 100 Hertz habt, also unter 100% habt, dass ihr euch dann langsam regeneriert. Das habe ich früher auch sehr gerne gemacht, weil ich war noch Noob und hätte sonst immer verloren. Fürs Let's Play mache ich das aber nicht. Alter, man sieht keine Granaten. Aber wo sind die jetzt? Komm mal her. God damn it. Danke. So. Der Schalter ist damit für draußen dann an diese offene Fläche rankommen. Da hinten links. Oh, hier ist mal welche. Alter. So viel zum Thema. So viel zum Thema Umgebungssichern. So. Und ja, bei Project Brutality gibt es auch endlich den lang erwarteten Doppeljump. Das ist nice. So, dann wollen wir mal hochgehen. Komm her. Aha. Siehste, jetzt haben wir eine Axt. Und diese Axt kann man werfen. Also erstmal schlagen. Zum Werfen rechtsklick. Und dann kann man so viele aufheben. Ich find's nice. Und so kennt ihr die Lage ja schon. Guckt euch diesen Vollidioten an. Na gut. Wow, wow, wow. Leute, immer mit der Ruhe. Da und um die Tür hier zu öffnen, da müsst ihr halt diesen Knopf drücken unten. Mhm, interessant. Digga! Speichern, sofort speichern. Das hier ist praktisch eine vollautomatische Waffe, also genauso wie die hier, hat aber eine höhere Schießfrequenz. Von daher sehr geil. Und man kann die auch auf Burstfire schalten. Da. Heißt also, ich spreche auch ganz kurz. So, Automatik ist ganz normal. Also als Vergleich,
Das ist die normale. Ah, klingt doch schon besser. Dann gibt es halt diese Semi-Fire Select. Da ist halt ein Filzschuss. Für jeden Schuss muss man also einmal mit der Maustaste klicken. Und dann gibt es halt dieses klassische Burst Fire, wo man halt immer pro Mausklick drei Schüsse abgibt. Ich find's nice. Ich find's ultra nice. Ich mag diese Waffe. So. Ich höre hier was. Wow. Ich höre Gespenster. Also ich mache jetzt mal die unten fertig, weil da braucht man nämlich eine Menge Munition für. Wie viel bekommen wir denn hier oben wieder? Tada! Deswegen räume ich hier erstmal auf und gehe dann zurück in das. Versteck, was von unten gerade aufgemacht hat mit dem Schalter. Oh, hier sieht das mal gut aus. So. Der lebt noch. Oder? Doch nicht. Da kann es so aus, wie als wenn er eine Pistole halten würde. Weil bei Project Brutality, da können diese Viecher nämlich auch überleben und einfach nur immer noch angreifen. Man muss also sicher gehen, dass man tote Viecher auch wirklich umgebracht hat. Sonst ist man sehr schnell selber tot. Und das wollen wir ja nicht, oder? Da, die sind genau das da meint. Alle her. Junge. Lauf hier nicht so rum. Alter. Akzeptiert euer Schicksal. Hä? Moment mal. Irgendwas. Wo ist mein Flashlight? Ja, nö. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte eigentlich, Project Brutality hätte auch Flashlight, also Taschenlampe. Weil da mein Rechner schafft auch gerade nicht. Das ist halt verrückt. Echt verrückt. Na gut. Also hier wäre der legale Weg gewesen,
Also der normale Weg, an dem man denn zu einer Kettenwege kommt. Dadurch, dass wir ja Project Fatality haben, kann ich schon früher ran. Weil ja diese weißen Kitteltypen diese Dinger spawnen. Aber anders als bei Extermination Day bekommt man normalerweise bei den anderen Map-Packs immer relativ früh eine Kettensäge. Und deswegen hasse ich Extermination Day. Ich hasse euch! Ihr Ficker! Ihr Arschlöcher! Ja, das heißt ja immer schön zerstören, weil das Problem ist, die Gegner können manchmal nicht zielen, schießen mit um sich herum und dann jagen sie direkt neben euch und kackt fast hoch. Und das wäre echt uncool. Ich glaube, ich kann zu da dran, ich habe gerade selber ein bisschen geschadet. Das war schon fast traurig. Da seht ihr. Ich bin bei der Munition jetzt gerade wieder fast voll und deswegen mache ich lieber erstmal alle anderen Gegner platt, weil bei der Stelle hier bekommt man echt viel Munition. So, damit haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Uns fehlen bloß noch zwei Gegner. Wo denn? Keine Ahnung. Aufgrund dessen, dass es hier keine Punkte dafür gibt, alle Gegner umzubringen, brauche ich das auch nicht. Von daher würde ich mal sagen, das war's. Ciao. Achso, erstmal noch. Ja. Einmal speichern bitte. So. Jetzt kommt's. Ciao mit V.